ist. Ja, guten Morgen und erstmal herzlichen Dank für die Einladung, die ich gerne angenommen habe, weil ich mich freue grundsätzlich, dass über diese Frage Gender und Gesundheitsberufe auch, wie man dem Programm ansieht, in einem etwas breiteren Rahmen auch wieder in Deutschland geredet wird. Und mein Bereich unterscheidet sich jetzt ziemlich von dem Vortrag von Heidi Höppner. Ich glaube, das ist aber vielleicht ganz interessant, weil es ein bisschen komplementär ist. Ich beschäftige mich überwiegend oder möchte mich jetzt überwiegend mit den Organisationsstrukturen und das, was ich Arbeitskräftemanagement oder Fachkräftemanagement genannt habe, im Gesundheitssystem beschäftigen. Und vorab noch kurz zu meinem Hintergrund, damit Sie das auch ein bisschen besser einordnen können. Ich habe im Moment eine Gastprofessur an der Uni Siegen für Gesundheitspolitik und Versorgung. Ich arbeite aber sehr stark international, also am meisten interessieren mich, ich arbeite schon lange zu Professionen, sehr lange schon zu Geschlecht und Professionen, zu Gesundheitsprofessionen. Ich bin im Moment auch Präsidentin der Internationalen Soziologischen Gesellschaft des Netzwerks Professionen, aber mich interessieren eben sehr stark diese internationalen Vergleiche und ich war vor dieser Gastprofessur jetzt, ich glaube seit 2007 auch im Ausland, überwiegend in Großbritannien und vor der Gastprofessur hatte ich auch eine Gastprofessur in Dänemark. So. Also ich bringe hier jetzt sozusagen auch, oder das ist ein bisschen mein Interesse, auch etwas diesen Kontext reinzubringen und vielleicht auch mal zu gucken, also was ist jetzt auch wirklich ein spezifisch deutsches Problem und damit dann auch eine Frage einer übergeordneten oder politischen Regulierung, die man nicht mehr nur durch einzelne Berufsgruppe oder Individuum oder engagierte Professorinnen und Professoren ersetzen kann. So, zu meinem Thema, ich würde gern anfangen mit einem Blick zurück. Nochmal kurz daran erinnern, was ist eigentlich diese Gesundheitsversorgung? Wenn wir in die Geschichte gucken, dann denke ich, ist das ganz klar wirklich eine der zentralen Plätze, wo Geschlechterordnungen hergestellt wurden und immer noch werden. Insofern ist es nicht übermäßig erstaunlich, dass Gender oder Geschlecht eine Rolle spielt und zwar eine große Rolle, sei es bei Lohndiskriminierung, sei es bei Zuschreibung, wie auch immer. Weil ich denke, wenn man sich das vor Augen hält, dass der Dominanzanspruch von Männern tatsächlich so zentral in die moderne Medizin eingelagert ist und dass damit zusammenhängt eben auch eine Unterordnung von Pflege als Profession und von jeglicher Form von Care-Arbeit, auch ein Verständnis von Weiblichkeit eben als schwach, als defizitär, als immer untergeordnet und so weiter. Wenn man sich das vielleicht nochmal zu Beginn vor Augen führt, ist es nicht so erstaunlich, dass Gender in der Art und Weise, wie wir das jetzt beobachten können oder an Zahlen ablesen können, eine Rolle spielt. Und meine Frage, die mich jetzt in dem Vortrag interessiert, ich leugne nicht, dass es Gender Bias gibt, dass es immer noch eine Unterordnung von Frauen gibt. Es ist auch wichtig, darauf immer noch hinzuweisen. Mein Blick ist aber dennoch irgendwie zu sagen, also es gibt einen Wandel in den Geschlechterverhältnissen, ganz klar. Es gibt auch einen ganz klaren Wandel im Gesundheitssystem und in der neuen, in der Gesundheitspolitik, in den Reformen, speziell in den letzten 10-12 Jahren. Und es gibt auch einen Wandel in den Organisationen und Professionen. Damit haben wir ziemlich komplexe Dynamiken und das schafft immer eben auch eine Offenheit für neue Chancen, selbstverständlich auch für neue Risiken. So, das ist jetzt so ein bisschen mein Blick auf das Thema. Was sind die Triebkräfte für Wandel? Nochmal kurz zusammengefasst, jetzt insofern sie relevant sind für meinen Bereich. Das ist einmal sehr allgemeine politische Verpflichtung auf Gender Mainstreaming. Dazu muss ich bei der Böll Stiftung jetzt sicherlich nichts mehr sagen, was das bedeutet, bin ich ganz sicher. So, dann gibt es aber auch einen praxisbezogenen Handlungsbedarf. Das ist überwiegend auch schon angesprochen worden, mehrfach. Es gibt in allen Gesundheitsberufen einen enormen Fachkräftemangel. Das ist nicht ganz völlig neu. Was aber neu ist, ist, dass die Politik auf internationaler und europäischer Ebene, ich finde noch vergleichsweise wenig auf deutscher Ebene, das auch tatsächlich realisiert, wie eklatant auch dieser Fachkräftemangel ist, dass es nämlich in Zukunft nicht mehr nur ausschließlich um Geld geht, um finanzielle Kürzungen, sondern auch darum geht, dass selbst wenn das Geld da ist, selbst in hochqualifizierten in Ländern mit hochqualifizierten
Personal wie in Deutschland ist, zukünftig auch einfach an dem Vorhandensein von vom Personal mangeln kann. Ich benutze jetzt ab und an demnächst diese internationale Abkürzung Health Human Resources, was ich mit Arbeitskräftemanagement übersetze. Aber ich denke, ich möchte das nicht als menschliche Ressourcen übersetzen, weil das hört sich im Deutschen nicht gut an. Aber trotzdem glaube ich, in diesem Begriff auch einfach klar zu machen, es geht nicht mehr nur um Geld, es geht um monetäre Ressourcen, es geht tatsächlich auch um die Menschen als Fachkräfte. So, das glaube ich ist eine ganz starke Triebkraft in Deutschland, noch extrem auf die sogenannten Ärztemangel zugespitzt, aber letztendlich zunehmend auch relevant, erkannt als relevant in allen anderen Gesundheitsberufen. Dann gibt es neue Formen von Management insgesamt im öffentlichen Sektor, aber besonders auch im Gesundheitssystem, da gehe ich nicht weiter ins Detail, die alle, die hier sitzen, kennen, zumindest in der Grundstruktur und im Wesentlichen die Reformgesetze und insgesamt eine stärkere Hinwendung zu Kosten- und Qualitätskontrollen. Aber wir haben natürlich auch, denke ich mal, zunehmend den Anspruch, nicht nur im Zusammenhang mit Gender Mainstreaming, sondern von Geschlechtergerechtigkeit, dass die existierenden Ungleichheiten, wie sie ja, wie Heidi sie auch dargestellt hat und wie es in der Diskussion nochmal klar wurde, im Hinblick auf finanzielle, auf Lohn und andere finanzielle Fragen eben auch begründungsbedürftiger werden. So. Das heißt, wir haben, wenn wir über Geschlecht und Gesundheitsprofessionen reden, sozusagen diese drei Ebenen. Das erste ist die übergeordnete politische Ebene, die man neudeutsch mit dem Begriff Governance bezeichnen könnte. Wir haben dann auch die Organisationen, insbesondere im Krankenhaus oder in allen Formen von Einrichtungen auch, die nicht jetzt kleine selbstständige Betriebe sind. Da gibt es insgesamt einen ziemlich gravierenden Wandel im Gesundheitssystem, eben gerade durch neue Vorgaben zum Qualitätsmanagement, auch natürlich durch einschneidende Kostenkontrollen. Und es gibt den Fachkräftemangel, wie ich schon gerade erwähnt habe. Ich habe versucht, das, bevor ich zu ein paar Beispielen komme, das nochmal so ein bisschen in so einer Abbildung darzustellen, worum es mir geht und was dahinter steckt, ist das. Also es geht mir darum zu sagen, wir haben Gesundheitssystem als geschlechtlich konnotierten Arbeitsmarkt. Das ist nicht neu, das war schon immer so, das kommt aus der Geschichte. Und wir haben Transformationen in den Geschlechterverhältnissen, nicht nur im Gesundheitssystem, sondern insgesamt in der Gesellschaft. Aber die wirken eben zusammen mit den Gesundheitsreformen und daraus ergeben sich spezifische Dynamiken, die als solche schon neu sind und nicht einfach das fortsetzen, was wir schon vor 20 Jahren hatten. Ich gehe da jetzt nicht weiter ins Detail und möchte Ihnen stattdessen einfach ja, jetzt ein paar Zahlen bieten, wobei ich Ihnen völlig zustimme, die Erbsenzählerei alleine bringt auch nichts, aber vielleicht als Hintergrund. Mir geht es darum, das habe ich eingangs schon erwähnt, dieses Zusammenspiel von Wandel der Organisation und von Möglichkeiten der Organisationsentwicklung und von anderen Formen des Management von Fachkräften. Also in diesem Spannungsfeld geht es mir darum, auch Chancen aufzuzeigen. Die empirischen Befunde, kurz im Überblick, bevor ich Ihnen die Zahlen zeige. Mir ist wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, Gesundheitsprofessionen sind eben keine einheitlichen Gruppen. Das wissen wir im Prinzip alle, aber es gibt demzufolge auch keine einheitlichen Gender-Trends. Und ich zeige Ihnen dazu Daten, weil ich denke, das ist ganz wichtig, wenn wir über Gender reden, auch sich wirklich klar zu machen, in diesem Zusammenspiel von Gesundheitsreformen, segregierten Arbeitsmarkt, insgesamt veränderten Geschlechterverhältnissen bilden sich eben auch jeweils neue Chancen, aber auch neue Risiken aus, sodass es notwendig ist, sich wirklich auch jedes Berufsfeld im Einzelnen anzugucken, wenn es uns interessiert, was können wir denn jetzt tatsächlich tun?
Denn wir wissen, dass auch das wurde schon mehrfach erwähnt, selbstverständlich gibt es nach wie vor eklatante Einkommensdifferenzen zwischen den Berufsgruppen sowieso, aber eben auch innerhalb der Berufsgruppen. Das sage ich ein bisschen was genauer zu zur Medizin. Dennoch ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, das wissen wir, das ist wichtig, das immer wieder zu betonen, aber das ist eben dennoch nur eine Dimension. Und klassische Erklärungsmodelle über Professionalisierungsprozesse und ihre Relevanz für Gender sind einfach wenig hilfreich, weil wir es gegenwärtig mit einer neuen Situation zu tun haben, weil all diese Modelle von relativ starren Gesundheitssystemen ausgehen und weil all diese Modelle letztendlich, sofern sie überhaupt in Deutschland entwickelt sind, auch das trifft für die meisten nicht zu, eigentlich haben sie alle ein angloamerikanisches System vor Augen, dass wir aber so ungeprüft übernehmen, ob schon wir halt ein ganz anderes Gesundheitssystem haben. Und hinzu kommt, dass die meisten dieser Theorien auch eher in dem, wie man es so schön nennt, dem goldenen Zeitalter der Profession, also so Nachkriegszeit zu Deutsch, entwickelt wurden. Die haben aber, da gab es einfach auch genug Geld, da gab es weder diesen Kostendruck, noch gab es die Idee von Qualitätskontrollen, noch gab es die Idee, dass überhaupt Professionelle ihren Patientinnen oder Bürgerinnen und Bürgern verpflichtet sind. Das war halt Paternalismus viel stärker. Das wollte ich nochmal in Erinnerung rufen. Denke, deshalb ist einfach wichtig, auch ein bisschen offeneres Konzept zu haben, um diese neuen Entwicklungen auch erfassen zu können. Als Beispiele habe ich hier nur, also wo gibt es auch Chancen eben, um nicht nur negative Entwicklungen zu sehen, wie immer man diese Chancen jetzt bewerten mag. Es gibt zum Beispiel im Pflegebereich entwickeln sich ganz neue Segmente im mittleren Management. International entwickeln sich auch in hochqualifizierten Pflegebereichen neue Segmente, die sozusagen Bindeglied zwischen Medizin und Pflege darstellen. Da sind wir in Deutschland noch ein bisschen weit davon entfernt, aber auch das wird kommen. Auch in Bereichen wie den medizinischen Fachangestellten, die ja immer noch zu 99% Frauen sind und sicherlich auch am unteren Ende der Lohnskala liegen. Auch da entwickeln sich neue Chancen, zum Beispiel über Dokumentationsassistentinnen und so weiter. Es geht also darum, zukünftig, denke, das wäre sozusagen meine Message, auch zu gucken, wie können wir nicht nur immer wieder auf diese Geschlechtersegregation hinweisen, sondern wie können wir eben zugleich auch so einen Doppelblick haben und auch die Chancen nutzen. Wie kann sich was verändern? So, dann komme ich zu dem zu den Geschlechterverhältnissen in statushohen Gruppen, also in der Medizin, wo ich Ihnen ein paar Zahlen aus empirischen Untersuchungen, die ich durchgeführt habe, zum Teil auch mit einer Kollegin vorstellen möchte und zunächst kurz was zu dem Begriff der Feminisierung sagen, den ich auch in Anführungsstrichen geschrieben habe und schon immer abgelehnt habe, weil mir hat nur niemand plausibel erklären können, warum man eigentlich eine Entwicklung als Feminisierung bezeichnet, die letztendlich auf einer relativ doch ausgewogenen Geschlechterrelation einer Profession basiert. Also wir haben immer noch im Berufsfeld einen Durchschnitt von etwa 40% Frauen. Im Studium ist es ein bisschen höher. Was daran Feminisierung ist, ist mir nicht klar. Deshalb würde ich den Begriff nicht benutzen und ich zeige Ihnen ein paar Zahlen, die auch diese Feminisierungsthese, die ja in der Medizin ganz beliebt ist, zum Teil auch ein bisschen in ein anderes Licht rückt. So, auch hier die Frage, was gibt es eigentlich für neue Chancen für Frauen beziehungsweise für Geschlechtergerechtigkeit? Da denke ich, ist ganz wichtig, dass die Gesundheitsreformen sicherlich nicht explizit und nicht irgendwie intentional, aber dennoch zielen die Gesundheitsreformen letztendlich auf Aufwertung von Professionssegmenten, die traditionell eher in höherer Zahl von Frauen gewählt worden, nämlich der Allgemeinmedizin und der häuslichen Versorgung. Dann haben wir auch in der härtesten, sozusagen in Anführungsstrichen, Männerdomäne, nämlich der Chirurgie, eine zumindest in die Zukunft schauende Entwicklung, wo ganz klar ist, dass diese Chirurgie ihre goldenen Zeiten jetzt hinter sich hat, weil mit der zunehmenden Einführung von mini-invasiven Technologien führt das natürlich schrittweise zu einer Reduktion, damit auch, also zu einem Bereich büßt zurzeit an Status und Marktmacht ein,
der klassische Männerbereich war. Was heißt das sozusagen? Was heißt jetzt so, einerseits kann man feststellen, die Gesundheitspolitik und die Technologieentwicklung begünstigt möglicherweise Professionssegmente mit etwas höheren Frauenanteilen. Auch in diesen Bereichen waren selbstverständlich die Frauenanteile nie über 50%, sondern immer weiter drunter. Ich möchte Ihnen jetzt hier mal kurz zeigen, was heißt das, wenn wir über Feminisierung reden. Diese Zahlen sind, gebe ich zu, nicht ganz neu. Die sind aus der hessischen Krankenhausstatistik. Die könnte ich jetzt auch nicht so schnell ein Update machen. Dennoch, 2006 ist auch noch nicht so lange her. Und es gibt kleine Hinweise darauf, dass sich gravierend was verändert hat. Wenn Sie sich die Zahlen angucken, denke ich, wird sehr schnell klar, erstens mal, dass wenn wir über Feminisierung reden, heißt das immer noch, wir haben 1% Frauen in Leitungspositionen in der Chirurgie. Wir haben auch in Bereichen wie Anästhesie, als die Domäne von Frauen gibt, 10% Frauen in Leitungspositionen. Ich überlasse das jetzt Ihnen, ob Sie das als Feminisierung bezeichnen oder nicht. Was mir aber noch wichtiger ist, wenn Sie sich die Spalte an der Seite angucken, dass es nämlich auch Rückwärtsspiralen gibt. Es gibt überhaupt nicht diese oftmals suggerierte Entwicklung eines einheitlichen Trends. Und gerade das Frauen in Leitungspositionen, wir müssen ja auch dran denken, zu Zeiten von Gleichstellungspolitik, wo eben ganz eklatante Einbrüche festzustellen sind, gerade in den Bereichen, die als traditionell Frauendomäne gelten, wie in der Anästhesie. Diesen Einbruch in der Chirurgie halte ich eher für einen Zufallsbefund, weil bei 1% zählt halt eine Berufung mehr oder weniger halt schon. Aber eben auch in so großen Bereichen wie Neurologie, auch da haben wir einen Rückwärtstrend, wohingegen in der Gynäkologie, denke ich, das ist ganz wichtig, weil Gynäkologie ist sehr hart gegen das Eindringen von Frauen verteidigt worden. Da kann man jetzt tatsächlich eine schnellere Entwicklung sehen. So, möchte ich eigentlich nur auf die, was haben wir hier rechts, auf die rechte Spalte hinweisen. Da geht es mir auch darum, zu sagen, wir haben keinen einheitlichen Trend und wir sollten nicht erwarten, wir haben nicht mal in der Medizin einen einheitlichen Trend. Vielmehr sieht man, dass die höheren Zuwächse von Frauen in den Altersgruppen 40 bis 49 Jahre sind. In den Altersgruppen bis 39 Jahre nimmt das nämlich demgegenüber schon wieder ab. Da haben wir nur 8% Zuwächs. So, auch das nochmal der Hinweis, Vorsicht mit diesem Feminisierungsbegriff und mit der Idee, es könnte jetzt so einheitliche Trends geben, dass jetzt die Medizin irgendwie von Frauen übernommen wird und vor allen Dingen, dass sich der höhere Studienanteil so umstandslos auch in Leitungspositionen übersetzt. Dafür gibt es weder in Deutschland, also ich denke, die Zahlen sprechen da ihre eigene Sprache, aber auch im internationalen Vergleich. Es gibt einfach überhaupt keinen Beleg dafür, für diese Annahme. Und keine Sorge, ich halte Ihnen jetzt keinen Theorievortrag, aber ich möchte nur einmal darauf hinweisen, dass ja auch in der feministischen Theorie schon jahrelang eigentlich immer angemahnt wird, wir müssen unterscheiden zwischen Sex, also der Zahlen, Männer und Frauen und Gender, den sozialen Verhältnissen. Und ich denke, wenn wir die Idee haben, wenn wir das sozusagen reproduzieren und denken, wenn jetzt mehr Frauen in ein Fachgebiet kommen, dann würde sich das Fachgebiet ändern. Dann übernehmen wir nämlich genau diese theoretische Konstruktion Sex gleich Gender. Also dass wir von höheren Anteilen von Frauen und in der Pflege, in der Physiotherapie eben genau sozusagen von Männern denken, dass wir darauf schließen können, wie entwickelt sich ein Fachbereich. Da würde ich vorwarnen, dies auch wieder nur die rechte Spalte bitte. Ich wollte das andere nicht rausnehmen. Auch da nochmal, wie entwickeln sich Männer-Teilzeitquoten, die man vielleicht auch als Indikator für Veränderungen in Geschlechterverhältnissen sehen kann. Da sieht man zwei Sachen. Erstens mal sind diese Teilzeitquoten überwiegend, wenn wir jetzt mal von Psychiatrie absehen, immer noch eklatant niedrig und unbedeutend, auch nach vielen Jahren noch. Und es gibt auch hier fachspezifische Unterschiede. Also so, dass man davon ausgehen kann, die Profession sozusagen als die Fachgebiet spielt immer noch eine hohe Rolle, aber
natürlich auch die Organisation spielt eine Rolle, die offensichtlich keine Anreizstrukturen bietet, um Männer in diese Teilzeitpositionen zu bringen. Das habe ich eigentlich nur genommen, falls wir die Folien irgendwo ins Netz oder sonst wo stellen. Da die eigentlich wichtig ist hier nochmal diese Zahl von leitenden Ärztinnen und Ärzten, wenn Sie das sehen, die sich auch nach Fachgebieten unterscheidet. Hier ist das halt nochmal aufgeschlüsselt. Aber die insgesamt, wenn Sie sich das in allen Bereichen eigentlich angucken, die erste Spalte links gibt alle Bereiche an. Also in leitende Ärztinnen und Ärzte sind immer noch in der absoluten Minderheit, würde ich sagen, selbst in Fachbereichen, die eben als sogenannt frauenfreundlich gelten. So viel zu auch zu den Professionsaspekten und der Medizin. Ich denke, es ist wichtig, auf der Organisationsebene einfach auch zu gucken, weil auf der Organisationsebene werden neben den Professionen letztendlich, da liegen auch die Chancen durch spezifische Anreizstrukturen, vor allen Dingen im Zusammenhang mit einem neuen Zwang einfach auch, um Fachkräfte zu werben, ganz gezielt, und die Bedingungen zu verändern. Hier denke ich, ist es wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten. Es gibt eben im Gesundheitssystem zwei ganz starke Steuerungsinstrument, und das ist ein Unterschied zu allen anderen Bereichen, denke ich. Wir haben ganz starke professionsspezifische Schließungsprozesse und wir haben natürlich auch zumindest im Krankenhaus- und Institutionensektor Organisationsroutinen, Strukturen, Kulturen eingeschlossen, die sowas wie Einkommensdiskriminierung ausbilden, die für Karriereförderung von Frauen verantwortlich sind, die für Anreizstrukturen für Teilzeit, insbesondere für Männer und so weiter, verantwortlich sind. Also diese beiden unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es dann eben auch, um systematisch Anreizstrukturen zu setzen oder zu verändern. Und dies ist so ein bisschen nochmal, da wollte ich gerne kurz drauf eingehen, um auch nochmal zu zeigen, dass diese doch sehr stark zunehmende Privatisierungswelle der Krankenhäuser, die natürlich auch nicht in erster Linie gemacht wurde, um irgendwas an den Geschlechterverhältnissen zu ändern. Aber wie eben auch sowas so scheinbar geschlechtsneutrale Reformprozesse in irgendeiner Form sehr wahrscheinlich Einfluss auf die Geschlechterverhältnisse haben. Weil nämlich, wenn Sie sich nur die leitende Ärzte diese Spalte angucken, dann sieht man, dass der Unterschied zwischen öffentlich und privat relativ hoch ist. Auch da hatte ich jetzt keine neueren Daten so aktuell. Ich will auch nicht darüber, die Daten sind sehr, sehr grob, die sind aus der hessischen Krankenhausstatistik genommen, aber für uns war das erstmal ein Indikator zu sagen, wir müssen da drauf gucken, weil da gibt es möglicherweise Veränderungen, und wenn Sie sich 2005 angucken, 6% im öffentlichen Bereich und 14% im privaten Bereich. Ich denke, das ist über das Doppelte, was keinesfalls heißt, in der Privatisierung das Wort zu reden, auf gar keinen Fall. Also da möchte ich keinesfalls missverstanden werden. Mein Punkt ist nur, es spielt sich da offensichtlich irgendwas ab auf der Organisationsebene, was einen großen Einfluss doch auf Geschlechterverhältnisse hat. Hier sehen wir also an diesem Privatisierungsbeispiel, denke ich, stellt sich auch tatsächlich nochmal die Frage, gerade Privatisierung wird in der Literatur sehr häufig automatisch gleichgesetzt mit Risiken für Frauen. Hier kann man sagen, offensichtlich ist die Sache nicht so ganz einfach, und wie bringt man da auch aus meiner Sicht, das spreche ich natürlich nur für mich, aus meiner Sicht würde ich sagen, großes Interesse, die öffentliche Verantwortung für die Gesundheitsversorgung ganz stark zu machen gegen Privatisierung. Wie bringt man das mit einem Interesse an Geschlechtergerechtigkeit zusammen? Also es gibt zum Teil auch unterschiedliche Dynamiken, die uns dann auch vor einige Herausforderungen stellen, denke ich. Ich möchte jetzt noch zwei Aspekte ansprechen, bevor ich schließe. Das sind die Veränderungen in statusniedrigen Gruppen.
um darauf zurückzukommen, dass ich hier eingangs gesagt habe, ich finde es ganz wichtig, sich klarzumachen, dass es keinen einheitlichen Trend gibt. In den status niedrigen Gruppen, und da habe ich eben die medizinischen Fachangestellten in erster Linie gewählt, hatte ich schon kurz gesagt, bleibt die Frauenquote ziemlich stabil, resistent gegen alle Veränderungen im Berufsfeld offensichtlich. Aber es gibt dennoch in diesem Bereich einige doch ganz interessante neue Chancen. Die gelten natürlich nie für das gesamte Feld, aber es gibt so eine Segregation, dass sich auch in diesem Bereich neue, höher qualifizierte Segmente mit etwas besseren Verdienstchancen zumindest bieten. Zugleich gibt es was ich ganz wichtig finde, aber wo ich leider nicht drauf eingehen kann, weil das auch nicht so ganz mein Thema war. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass es aus meiner Sicht eine ganz dramatische Entwicklung gibt, und das ist vor allen Dingen die ethnische Unterschichtung, insbesondere gefüttert durch Osteuropa, dieser sogenannten Care-Arbeitsmärkte gibt, also insbesondere in der häuslichen Versorgung, wo ich denke, das ist eine Form, wo man auch nochmal zeigen kann, wie Geschlecht mit anderen Formen von Ungleichheiten, wie diese Dynamiken zusammenwirken und tatsächlich ganz dramatische Situationen aus meiner Sicht erzeugen, wo es dringend politischen Bedarf gibt, um dagegen zu steuern, weil dieser Sog sozusagen in diese Care-Bereiche völlig unterbezahlt, zum Teil auch als grauer Arbeitsmarkt, als illegale Beschäftigungsverhältnisse. Diesen Sog kann man eigentlich nur politisch stoppen. So, zur Veränderung zwischen den Professionen. Hat Heidi schon mehr zu gesagt, deshalb habe ich das war mir ja irgendwie klar, auch ein bisschen kurz gemacht, aber ich denke, wichtig daran ist nochmal, dass man auch da sagen kann, es gibt schon leichte Veränderungen in den Geschlechterverhältnissen, es gibt leicht ansteigende Frauenquoten, aber nur zur Erinnerung, weil das hat Heidi Höppner ausführlicher gemacht, es gibt natürlich zugleich gerade in diesen Berufsgruppen neue, hochqualifizierte Segmente, vor allen Dingen in Leitungspositionen, die hochgradig geschlechtersegregiert sind. Also das ist, denke ich, nochmal ein Beispiel, dass Geschlechterungleichheit tatsächlich eine dynamische Komponente hat, und mit aller Gleichstellungspolitik, was immer wir uns ausdenken, Organisationswandel, kann es nur ein Prozess sein, weil es gibt nicht einmal ein erreichtes Stadium, wo wir uns dann zurücklehnen können. Wir können davon ausgehen, dass es immer wieder neu ausgebildet wird. In der Medizin auch mit diesem Rückwärtstrend von Frauen in Leitungspositionen in bestimmten Segmenten oder neu ausgebildet eben in den therapeutischen Berufsgruppen. Zugleich kann man auch hier sagen, dass diese Modelle der integrierten Versorgung ganz stark die therapeutischen Berufe und die Pflege berücksichtigen. Im internationalen Bereich, hatte ich schon ganz kurz erwähnt, gibt es klaren Trend zur Ausbildung von hochqualifizierten Pflegesegmenten. Und das da nur ein Satz nochmal dazu, weil ich denke, die Abwertung von, also das, was in die Zitate haben mich sehr schockiert, die du gebracht hast von deinen Studierenden oder anderen Studierenden überhaupt. Ich denke, das ist zum Teil ein deutsches Phänomen. Es gibt zum Beispiel einen schönen Indikator dafür, um das nochmal zu zeigen im Ländervergleich, das ist das Vertrauen in bestimmte Berufsgruppen. Und da zeigt sich bei allen Studien, dass das Vertrauen in Deutschland ganz hoch ist in die Ärzte, und es nimmt ganz stark ab, wenn man nach Pflege und Physiotherapie ist, sogar explizit gefragt worden. So, wenn Sie die gleiche Untersuchung in Großbritannien und den Niederlanden sich angucken, da ist es durchgeführt worden mit vergleichbaren Fragebögen, da ist das Vertrauensverhältnis etwa auf dem gleichen Level von Medizin und in Gesundheitsberufen, und ich denke, es gibt kaum was das nochmal so deutlich zeigt. Und hier in Deutschland, denke ich, auch das ist den meisten sicherlich bekannt, aber nur noch mal kurz als Erinnerung. Wir haben durch die Veränderungen, durch die Strukturveränderungen letztendlich einen enormen Zuwachs von Ärzten, die Tabelle ist ganz leicht verrückt, und wir haben Abbau der qualifizierten Pflegekräfte, also die qualifizierten Pflegekräfte stellen sozusagen den Löwenanteil. Es gibt da ein bisschen Zuwachs bei den geringer Qualifizierten, aber im absoluten Zahlenverhältnis ist das wirklich ganz eklatant, und hier sieht man eben auch, dass privat und öffentlich offensichtlich unterschiedliche Strategien des Arbeitskräftemanagements verfolgen.
Und genau darum geht es mir eigentlich, da in Zukunft genauer drauf zu gucken, also was genau passiert in welchen Organisationen, wie genau reagieren diese Organisationen im Krankenhäuser und andere Institutionen auf den Fachkräftemangel, welche Dynamiken werden da jeweils in welchen Organisationen und in welchen Berufsgruppen spezifisch erzeugt, die auf Geschlechterhierarchien entweder so wirken, dass sie abbauen oder dass sie sie auch neu ausbilden können. So zusammengefasst ist meine Message oder mein Vorschlag, auf Chancen für Geschlechtergerechtigkeit kann man am besten explorieren, wenn man auf die veränderten Organisationsformen guckt und wenn man das kombiniert mit dem gezielten Management von Fachkräften und guckt, wie reagieren die jetzt auf diesen Fachkräftemangel, weil das sozusagen neuer Druck ist, einmal auf die Organisationen, aber dann auch auf die Politik, auf die Makroebene darauf zu reagieren, weil ansonsten klar ist, dass sich das Niveau des deutschen Gesundheitssystems nicht halten kann in Zukunft. Vielen Dank. Ja, als erstes möchte ich auch nochmal die Gelegenheit geben zu Nachfragen zu dem Vortrag von Frau Kuhlmann. Ja gut, dann muss ich anscheinend wieder eine Frage ins Publikum werfen. Vielleicht entsteht dann ein... Ah, da kommt die. Okay. Guten Tag, mein Name ist Günter Sauerbrei. Ich bin seit 38 Jahren im Gesundheitswesen tätig, in einem Pharmaunternehmen, konkret bei Merz in Frankfurt, und befasse mich seit 11 Jahren mit der Gesundheitspolitik, habe da das Zukunftsforum Demenz gegründet vor einiger Zeit, um deutlich zu machen, dass es im Schnittstellenbereich zwischen Krankenversicherung und Pflegeversicherung Probleme gibt. Deshalb interessiert mich auch Ihr Thema, weil es ja auch ein Thema ist, wie greift Medizin und Pflege zusammen. Ich fand, Ihr Beitrag war ein bisschen zu pessimistisch aus Sicht der Frauen. Wenn ich mal überlege, wie war die Pharmaindustrie vor knapp 40 Jahren strukturiert und heute, muss ich eigentlich sagen, es ist ein enormer Frauenanteil in den Bereichen Forschung, auch Vertrieb. Also das hat sich enorm weiterentwickelt. Und wenn ich an meine Tochter denke, die ist jetzt gerade junge Assistenzärztin mit 27 Jahren, die erzählt, sie hat zu 70% Kolleginnen gehabt, also das bestätigen Sie ja auch. Ich meine, gut, Sie haben ja ein paar Mal erwähnt, die Datenbasis ist ein bisschen alt, aber das ist schon ein relevantes Argument. Ich meine, die Bewegung wird enorm zugunsten der Frauen sein, in Medizin und Pflege. Das wird sich automatisch ändern. Und wenn ich einen Punkt eingreifen kann, ich verfolge auch die Diskussion sehr intensiv im Bereich Kassenärztliche Vereinigung, KBV, da wird offen diskutiert, hat die eigenständige Praxis, ärztliche Praxis, noch eine Zukunft? Und da wird argumentiert, eigentlich hat sie keine Zukunft, wegen der Feminisierung. Also dort wird überlegt, dass die ärztlichen Strukturen im ambulanten Sektor sich ändern müssen. Und da wird eigentlich schon implizit unterstellt, so wie das bislang war, Domäne Männerberuf, eigene Praxis, selbstständiger Unternehmer quasi, das funktioniert nicht, weil die Frauen andere Ansprüche haben an die Arbeitsteilung. Also meine Wahrnehmung ist, Sie stellen die Dinge etwas pessimistischer dar aus der Sicht der Frau, als sie sich tatsächlich ergeben wird. Aber das ist meine Wahrnehmung. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Danke. Ist an, ne? Ja. Ja, danke. Ich will das jetzt nicht wiederholen, weil zum Teil hatte ich gehofft, dass die Zahlen, die ja von 2006 sind, aber in 6 Jahren so schnell ändert sich. Trends sind Trends. Die ändern sich
auch nicht, und ich habe auch einige Zahlen, die nicht so so gut basiert sind wie die von der Krankenhausstatistik. Es ändert sich da nicht wirklich viel. Insofern hatte ich gehofft, dass die Zahlen auch für sich sprechen und von dieser Idee, die ja nicht so neu ist, die Sie jetzt vertreten, es gibt einen Trend und alles wird gut, dass diese Zahlen, aber ich denke, für einen Teil von Ihnen sicherlich auch die Rückschlüsse zulassen. Dann muss man natürlich unterscheiden zwischen der Industrie, das ist in 1000 Studien nachgewiesen, Geschlechterverhältnisse in der Industrie und im öffentlichen Sektor verhalten sich anders. Insgesamt kann man sagen, alle Managementbereiche, und insofern passt das auch zu den Trends, dass offensichtlich im privaten Krankenhaussektor eine etwas andere Personalpolitik gemacht wird, ist anders als im öffentlichen Sektor. Da gibt es also wieder mein Argument, Vorsicht, man muss genau gucken, über was reden wir. Wenn Sie gerade die KBV ansprechen, muss ich ehrlich sagen, schockiert mich das ein bisschen im Zusammenhang mit Ihrem Argument. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal die Frauenquote in den Leitungen der KBV angeguckt haben. Seit kurzem, glaube ich, gibt es eine Alibi-Frau. Also insofern, ich will das jetzt nicht weiter kommentieren, weil ich denke auch nicht, ich habe eingangs gesagt, mein Ziel ist ein bisschen auf die Chancen auch zu gucken. Ich denke nicht, dass ich die Situation pessimistisch dargestellt habe, aber mir ist es wichtig, das auch einfach Ihnen mal ein paar Zahlen zu zeigen, um diese sehr ideologisch geführte Diskussion derzeit, nicht nur in der Pharmaindustrie, das ist nicht so neu, aber vor allen Dingen auch in der Medizin, etwas auf empirische, vielleicht evidenzbasierte Beine zu stellen. Ja, bitteschön. Ja, ich habe auch noch eine Frage, und zwar stellen wir natürlich fest, dass wir gerade in den ganzen sozialwissenschaftlichen Bereichen zunehmend natürlich mehr Frauen vertreten haben. Bei uns an der Universität ist es auch so, wir haben 65% Frauen in dem Medizinstudium, in der Zahnmedizin ist es so. Bei den Psychologen, die haben diesmal von 35 Studentinnen, die sie aufgenommen haben, 3 Männer dazwischen. Und natürlich in der Pflege ist es auch so. Und das heißt, wir beobachten, dass wir vom Kindergarten an werden Kinder und auch Jungs gerade mit Frauen konfrontiert, dann kommen sie in die Schule, werden mit Lehrerinnen konfrontiert, dann kommen sie, in die Sozialarbeit und werden mit Sozialarbeiterinnen konfrontiert, und wenn sie in die Therapie kommen, werden sie auch mit Frauen konfrontiert. Und man würde sich sehr wünschen, dass der Anteil von Männern natürlich in diesen Bereichen deutlich zunimmt. Und jetzt hatten Sie dieses Thema Organisation sehr stark in den Vordergrund gestellt, und ich fände wichtig, dass Sie sagen, was ist eigentlich der maßgebliche oder was ist überhaupt der entscheidende Schlüssel dazu, dass Männer, wenn sich Organisation verändern würde, bereit wären, in diese Berufe zu gehen. Also was macht eine Organisation für Männer attraktiv? Ich glaube, wenn ich diese Frage beantworten könnte, würde ich nicht hier sitzen. Außerdem würde ich nie zustimmen, dass es einen entscheidenden Schlüssel gibt. Ich denke, es gibt immer mehrere Faktoren. Es ist, glaube ich, auch wichtig, diese mehrere Faktoren bzw. mehrere Anknüpfungspunkte zu nutzen. Und konkret, also ich stimme Ihnen zu, dass ich stimme dieser Feminisierungsthese nicht zu, weil ich nicht weiß, warum es was feminisiert, was ausgewogen ist. Und wenn wir nun mal 60% haben, ist das auch noch relativ ausgewogen. Aber ich stimme Ihnen auf jeden Fall zu, dass sozusagen der Nachholbedarf in der Herstellung von der Geschlechterbalance zurzeit absolut auf Seiten der Männer liegt. Weil die stellen die Geschlechterbalance nur in den hochqualifizierten Bereichen dar, was die Frauen ja auch zulassen in diesen Berufsgruppen. So, ich denke, es gibt diese Anknüpfungspunkte in der Profession, weil über die Profession wird sehr stark, sagen die Studien, stärker als über die Organisation auch Identitäten ausgebildet. Als Pflegekraft, als Arzt, als Physiotherapeutin. So dieses Gefühl der Zugehörigkeit. Also ist es auch wichtig, dass diese Professionen sozusagen an ihrem Berufsbild was tun.
und sich bewusst überlegen, welche Messages, welche Bilder verwenden Sie auch. Das fängt ja mit Kleinigkeiten an. Welche Politik machen Sie auch, um nicht nur die Message zu bringen, Männer in Pflegeleitungspositionen sind willkommen. Das Zweite ist aber, dass es, aber ich kann Ihnen da, also es gibt darauf auch keine klare Antwort, das ist klar, aber ich denke, es gibt einige Beispiele, wo Organisationen, große Krankenhäuser, in diesem Fall auch schon einfach gezielt dieses Thema Teilzeit auf die Tagesordnung setzen, wenn beispielsweise das Thema Teilzeit diskutiert wird in einem hoch angesiedelten Gremium, wenn irgendwie ihr Dekan das Thema Teilzeit für Männer diskutiert in einem hohen Universitätsgremium, dann hat das schon eine bestimmte Signalwirkung. Bisher passiert das meines Wissens zumindest, so sagen die Studien, fast nie. Es gibt ein paar wenige Modellprojekte, wo das auch systematisch gemacht wurde. Das bedarf natürlich auch immer sehr viel Bereitschaft so von den Leitungskräften, weil sowas ist letztendlich, das ändert ja ein bisschen sozusagen auch die Identität. Das greift ja relativ stark und Identitäten werden eben eigentlich nicht an der Basis ausgebildet, sondern relativ weit oben. Dann gibt's natürlich auch rein strukturelle Sachen, weil beispielsweise, ich weiß nicht, wie das in der Pflege ist, da kenne ich die Daten nicht so gut, aber in der Medizin zum Beispiel ist sehr klar, dass mittlerweile der Veränderungsdruck auf die Krankenhäuser zum Teil stärker von Männern als von Frauen ausgeht, weil die Frauen eben sich eigentlich oft gar nicht trauen zu sagen, ich will nicht mehr diese Arbeitszeiten, ich will nach Hause zu meinem Kind, ich will mit meiner Familie leben, aber das kommt von den Männern oft. So, in der Pflege, glaube ich, passiert das noch weniger, ist mein Eindruck zumindest. Aber das wissen Sie sicherlich besser. Aber ich denke auch sowas ist natürlich was, wo eine Organisation nochmal über spezifische Anreizstrukturen nachdenken kann. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein Sisyphus-Spiel und es ist wichtig, dass man alle Möglichkeiten nutzt und das Thema erstmal auf die Tagesordnung bringt. Gibt es noch eine Frage? Sonst stelle ich jetzt eine Anschlussfrage. Im Prinzip, war der Vortrag, habe ich jetzt, Entschuldigung, Vorrang. Ja, Buri, Arbeitnehmerkammer Bremen. Ich bin ganz dankbar dafür, dass auch noch mal darauf hingewiesen worden ist, dass es nicht allein um Fliegenbeinzählerei geht. Also es geht nicht allein darum, das Sex zu zählen, sondern man muss sich natürlich auch jeweils in den entsprechenden Statusgruppen angucken, wie die Arbeitsbedingungen aussehen. Also in der statushohen Gruppe der Ärzte finde ich es sehr richtig, wie Ellen Kuhlmann das dargestellt hat, dass Teilzeit natürlich eine Frage von Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist und von einer auch häufig selbstgewählten Freiheit, sich die Arbeit zu organisieren. Gucken wir uns aber mal in den niedrigen Gruppen an, also im Hilfskräftebereich oder im dreijährigen Bereich, dann ist Teilzeit nicht unbedingt ein Indikator dafür, sondern dann ist Teilzeit eher eine prekäre Arbeitsform. Wenn wir uns die Pflegestatistik gucken, dann sehen wir in einigen Bereichen bis zu 70% wird nur noch in Teilzeit gearbeitet. Und dann frage ich mich natürlich, wie kann Frau von so etwas leben? Wo wird eigentlich dann ein qualifizierter Beruf auf eine Zuverdiener Ebene geschoben? Also wir müssen uns, wenn wir Gender uns angucken, immer die Bedingungen angucken. Übrigens nur eine kritische Anmerkung, ich glaube auch im privaten Krankenhausbereich. Ich habe die Zahlen für den Krankenhausbereich nicht parat, aber ich weiß aus der Altenpflege, dass wir in privaten Einrichtungen sehr selten Tarifbindung haben und in der Regel 20% schlechtere Gehälter. Also ich würde zumindest mal sagen, das werde ich nochmal nachgucken, wie es in dem Bereich dann eben auch aussieht. Also auch die Bitte nochmal, Geschlecht und Bedingungen, Arbeitsbedingungen wirklich zusammen zu sehen, das wäre so mein Plädoyer. Ich
nur kurz danke für den Hinweis. Ich habe natürlich, weil ich auch wusste, dass hier, dass Heidi was zur Physiotherapie sagt und ziemlich viel noch zur Pflege gesagt wird, mich ein bisschen auf den anderen Bereich konzentriert. Ich finde den Hinweis wirklich nochmal sehr wichtig und ich denke, wenn man sich genauer, also ich finde es auch ganz wichtig, in Zukunft wirklich nochmal genauer zu gucken mit verbesserten Daten, auch als sie zum Teil durch die Krankenschau-Statistik zur Verfügung stehen, was genau passiert in diesem privaten Sektor, weil also nach meinen groben Daten hat man, glaube ich, dass da sowas passiert, dass es im hochqualifizierten Segment bei den Ärzten einen hohen Wettbewerb gibt und die Privaten zum Teil mehr diese Managementkonzepte anwenden und dass aber im niedrig qualifizierten Bereich nämlich ganz genau das Gegenteil passiert und eher eine Unterbezahlung. Also von daher kann das gut sein, dass man da so ein ganz konträres Bild irgendwie findet, was natürlich nochmal besonders prekär ist, weil es die soziale Schere zwischen diesen Berufsgruppen nochmal verschärft. Ja, schönen guten Tag. Danke für Ihren Vortrag, Christine Vogler. Ich leite die Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Berlin an der Wannseeschule. Wir sind eine hochinnovative Schule, die sich seit Jahren auch politisch engagiert in allen Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie und Gesundheits- und Krankenpflege. Sie haben in Ihrem Vortrag als eine Chance angesprochen, dass wir zusätzliche Berufe entwickeln im Rahmen der Pflege und auch der Gesundheitsberufe. Da stimme ich Ihnen zu. Warne aber auch gleichzeitig davor, diese Dinge so aus dem Ruder laufen zu lassen. Ich möchte an die OTA-Ausbildung erinnern. Das ist die operationstechnische Assistenz, die seit 10 Jahren in Deutschland weit nach vorne getrieben wird, von den Krankenhausträgern forciert wird. Diese Ausbildung ist seit 10 Jahren auf dem Markt und bis heute nicht staatlich. Das heißt, das ist ein klassischer Sackgassenberuf, wie alle anderen oder viele von unseren Gesundheitsberufen auch, schon wieder so angelegt, jetzt nach den neuen Vorgaben selbst wieder nicht umgesetzt worden von der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und das ist mit ein Grund, warum wir wieder ja ausbilden in eine Sackgasse, wo Frauen, vorrangig viele Frauen, da ist der Männeranteil ein bisschen höher, da sind die Zahlen ein bisschen anders, nicht weiterkommen. Als Beispiel, wir hatten jetzt Bewerbungen von langjährigen, auch in der operationstechnischen Assistenz arbeitenden Menschen, die in die Weiterbildung gehen wollten zur Leitungskraft. Wir können sie nicht nehmen, weil sie in der Weiterbildungsordnung keinen staatlichen Abschluss haben. Die gelten als ungelernt. Und die nächste Gefahr, die darin liegt, ist unter anderem auch, dass es keine Tarifsituation für diese Menschen gibt. Die werden bezahlt nach Gutdünken der Häuser. Braucht man welche, kriegen sie ein bisschen mehr. Braucht man weniger, kriegen sie ein bisschen weniger. Und das ist eine große Gefahr in diesen Feldern, die sich da auftun, auch gerade die Berufe, die Gesundheitsberufe zu zersplitten in Funktionsbereiche, gerade wie wir sie brauchen. Von daher sehe ich es auch. Wir müssen gucken, gerade auch, was können wir ausbilden, wobei ich glaube, dass unsere Berufe schon viel hergeben, ja, und sie leider nur das nicht arbeiten können, was sie eigentlich, in dem sie ausgebildet werden, weil die Ärzte auf vielen Dingen ihre Hand drauf haben. Und ja, da müssen wir einfach gucken. Aber deswegen, es birgt auch Gefahren. Ja, stimme ich Ihnen vollständig zu. Das war auch eigentlich meine Message. Es birgt auch immer Gefahren. Ihr Beispiel ist sicherlich eines der eklatantesten, kenne ich auch ganz gut. Ist letztendlich ein bisschen geht es auch in die Richtung, die Carola Bori gesagt hat. Also es gibt immer diese Chancen für eine bestimmte kleine Gruppe, aber das ist letztendlich in Professionalisierungsprozessen immer so. Es gibt Chancen für eine bestimmte kleine Gruppe, die aber, wenn sie erfolgreich ist, sozusagen eine bestimmte Rückwirkung auf das gesamte Berufsfeld hat. Das ist ja so ein bisschen auch so wie in der Medizin, wenn Sie sich irgendwie angucken, nicht jedes medizinische Profession, nicht jedes medizinische Segment hat den gleichen Status, aber so ein bisschen leben halt alle auch von dem hohen Ansehen und von daher, wenn sich eine Profession ausdifferenziert und es hochqualifizierte Segmente mit guten Einkommenschancen gibt, dann hat das eine bestimmte Wirkung auch für die gesamte Profession. Aber natürlich ist
meistens gibt es auch eine Kehrseite davon, von der Ausdifferenzierung. Und zu Ihrem Beispiel, das denke ich, ist nochmal ein gutes Beispiel dafür, zu sagen, also erstens mal bestätigt das eigentlich das, was ich auch sagen wollte, es gibt keinen einheitlichen Trend, man muss immer genau gucken. Und man braucht natürlich auch starke berufspolitische Organisationen, die nämlich so, eigentlich gegen sowas dagegen steuern könnten. Und diese Trends, die Sie beschrieben haben, das wird natürlich ganz total durch Privatisierung auch gestützt, weil private Krankenhäuser lieben das ja geradezu, irgendwelche eigenen Ausbildungen anzubieten, wo sie vielleicht kurzfristig auch Anreizstrukturen bieten und manchmal sogar ein bisschen übertariflich bezahlen. Manchmal, das gibt es ja alles. Aber die Leute dann in einer totalen Sackgasse hängen lassen. Und noch dazu, am schlimmsten ist es, wenn es kombiniert ist mit privaten Ausbildungen. Und gerade junge Menschen, die denken, sie möchten ein bisschen was anderes machen, sie investieren in ihre Ausbildung, was alles gekoppelt ist an ein privates Krankenhaus. Und wenn das die nicht mehr haben will oder kollabiert, dann stehen sie irgendwie ziemlich nackt da, würde ich mal sagen. Also insofern kann ich dem nur zustimmen, das ist ganz wichtig, sich die Details anzugucken und genau zu gucken, worin investiert man eigentlich. Ja, mir ist aufgefallen, dass es offensichtlich doch eine ziemliche Trennung gibt in den Arbeitsmärkten der Pflegeberufe zwischen denen, die angedockt sind an die Krankenhauslandschaft und auf der anderen Seite der ambulanten Pflege, also der häuslichen Pflege und so weiter. Und das macht sich ja offensichtlich auch an den Arbeitsbedingungen fest und an den Bezahlungsmodus und so weiter. Und da stellt sich dann doch die Frage, also die jetzt in Ihrem Vortrag nicht so im Mittelpunkt stand, aber Sie hatten so einen Satz da drin, statusniedrige Gruppen bleiben weiblich. So, jetzt ist ja unsere Veranstaltung auch dahin orientiert zu fragen, wie kann man für diese Professionen, also die bisher in der Gesellschaft eine hohe Anerkennung haben, wenn man Umfragen macht, also von der Akzeptanz zu Pflegende und Pflegerinnen, wie kann man das erreichen, dass Männer in diese Berufszweige hineingehen, die in der Statusanerkennung, wie soll ich sagen, niedrig verortet sind und bisher weiblich sind. Also das heißt, auf diese Fragen, wie soll ich sagen, haben Sie sich nicht mit auseinandergesetzt, aber ich möchte sie doch mal aufwerfen. Denn bei dem Fachkräftebedarf, der jetzt prognostiziert ist, stellt sich die Frage schon. Ich glaube, der Fachkräftebedarf ist nach meinen Kenntnissen zumindest bei den medizinischen Fachangestellten nicht besonders dramatisch. Der betrifft viel stärker andere Berufsgruppen. Und ich will mich nicht von der Antwort auf diese Frage drücken, aber da kann man nur sagen, seit Jahren versuchen es doch die Berufsgruppen, irgendwie Männer in diesen Bereich zu kriegen, solange es da keine bessere, das ist doch eine relativ einfache Antwort, solange es da keine bessere Bezahlung gibt und solange das Image irgendwie so stark als die Ärzte nennen die doch auch nach wie vor meine Mädels, also ich bitte Sie, was soll man da für eine Antwort drauf geben, solange sich das Image nicht ändert und das Geld, werden da keine Männer reingehen, was wirklich uns alle beschäftigen sollte, ist nicht nur die Frage, wie kommen mehr Männer da rein, sondern wie gehen wir damit um, dass in einem Land wie Deutschland Menschen aus Ost- und Zentraleuropa und anderen Ländern wie Sklaven gehalten werden in der häuslichen Versorgung. Das ist was, wo ich denke, ich will nicht von diesem Männerthema ablenken, aber das ist was ich denke, dem sollten wir uns alle nicht länger verschließen. Und da bin ich zum Teil ziemlich schockiert, wie dieses Thema auch unter den Tisch gekehrt wird letztendlich. Weil es natürlich mit einer bestimmten Peinlichkeit besetzt ist und weil man noch dazu sagen muss, dass die Arbeitgeber dieser Menschen, mit zum Teil einer hochqualifizierten Pflegeausbildung noch dazu in der häuslichen Versorgung arbeiten. Das sind natürlich vielfach unsere Freunde und Bekannte, weil das sind überwiegend Mittel- und höher Bessergestellte, die sich das leisten können, diese privaten Angestellten für sehr wenig Geld zu nehmen. Das war eigentlich nochmal das, was mir auch wichtig war, hier nochmal zu gucken. Es geht um Geschlecht, ja, da geht es mir auch drum. Und überwiegend, ganz überwiegend, das sind natürlich, wenn nicht fast nur Frauen, die aus Ost- und Zentraleuropa kommen und ihre Kinder und ihre Familien dafür im Stich lassen, weil sie halt auf das Geld angewiesen sind. Da sehe ich halt auch eine soziale Verantwortung, auch das mit im Blick zu behalten.
In diesem Punkt stimme ich Ihnen völlig zu, aber das muss man wirklich im europäischen Kontext sehen. Also wenn Sie sagen, wir Deutsche holen uns unsere Hilfskräfte, unsere Pflegekräfte aus dem osteuropäischen Raum, es läuft genau umgekehrt auch in Polen und in der Tschechei. Die holen sich ihre Kräfte aus Rumänien. Und genauso wie die deutschen Pflegekräfte und deutschen Ärzte auch aus Deutschland abwandern, weil die Arbeitsbedingungen in Deutschland gegebenenfalls nicht mehr die sind, wie Sie sich's vorstellen. Klar, also man muss auch die Ausbildungsfragen im europäischen Kontext sehen. Dennoch habe ich das mit Deutschland so bewusst betont, weil wir natürlich ein Land sind, was die meisten abzieht. Natürlich gibt es diese Wanderungsbewegung auch in anderen Ländern. Die Zahlen sind da eindeutig und gar nicht so schlecht. Das ist dramatisch. Deutschland nutzt tatsächlich auch Polen als Hinterland und andere und weiter nach Osten. Und die Ärzte, die aus Deutschland abwandern, auch die gibt es, aber relativ gestoppt. Also Großbritannien, das läuft schon lange nicht mehr so, wo man mal schnell Geld verdienen konnte. Die Situation in der Migrationsbewegung in der Medizin ist etwa ein Win-Win-Bereich. Also es gehen einige Ärzte ins Ausland. Das sollte man ja auch bitteschön nicht unterbinden in Zeiten der Globalisierung und Europäisierung. Wir wollen ja nicht irgendwie alle nur in unserem Land sitzen, aber ich denke, das, was im Bereich der häuslichen Versorgung passiert, hat nichts damit mit Migration zu tun, wo man sich auch mal andere Länder anguckt. Das ist tatsächlich eine dramatische soziale Entwicklung. Aber mit der Europäisierung, ja, klar. Das ja, ich bin privat hier. Ich würde sogar noch weitergehen, will das eben mal aufgreifen. Und zwar sollte man das weltweit sehen. Also gerade jetzt, Sie haben sicherlich mitbekommen, dass Leute zum Beispiel nach Thailand auswandern und sich da pflegen lassen, besonders Demenzkranke, weil das kann hier keiner mehr bezahlen. Also das ist unmöglich, was das kostet hier. Und die Leute werden hier auch lieblos behandelt. Und das sind wiederum auch wieder Frauen da in den jeweiligen Ländern, die werden da ja nicht ausgebeutet, die kommen ja nicht hierher, sondern die arbeiten da am Ort. Und ja, ich weiß, das sollte man vielleicht auch mal ansprechen. Und wie sich das in Zukunft entwickelt, das wird noch ganz schlimm hier mit dem Arbeitskräftemangel, gerade im Pflegebereich. Und dann wird man gezwungen sein, praktisch auszuwandern als Pflegebedürftiger. Ja, Ich glaube, Sie müssen auch ein bisschen auf die Uhr gucken. Deshalb, ja, ich denke, grundsätzlich stimmt das natürlich immer. Ist das immer wichtig, dass es gibt Globalisierung, es gibt Europäisierung. Also ist es immer wichtig. Wir können Fragen nicht mehr nur national lösen. Zugleich würde ich sagen, wir sitzen aber hier erstmal national oder in Berlin im Moment und müssen mal anfangen. Und es sollte letztendlich, also es darf auf keinen Fall irgendwie, wie das häufig passiert, eine Entschuldigung dafür sein, dass man nicht mit irgendwas anfängt. Aber der Blick über den deutschen Tellerrand ist natürlich wichtig. Ja, ich möchte kurz noch zwei Sätze hinterher schieben. Also die Bundesregierung ist nicht völlig untätig. Sie hat angekündigt, dass jedes Jahr 10% mehr in den Pflegeberufen ausgebildet werden soll. Und sie hat angekündigt, gestern war das, dass die dreijährige Umschulung und so weiter finanziert werden soll von der Bundesagentur. Das heißt also, die Not, die jetzt eben angesprochen wurde, ist offensichtlich in der breiten Gesellschaft angekommen. Und es ist was auf der Reise. Nur die Frage ist eben, wo geht sie hin? Und das ist an sich der Hintergrund, warum die Tagung jetzt doch recht ganz gut terminiert ist, um es mal so auszudrücken. So, jetzt kommen wir zur sogenannten Mittagspause hier. Die geht dann bis 12.30 Uhr. Und dann treffen wir uns hier wieder. Das Essen ist eine Etage tiefer. Sie gehen da die große Treppe runter und dort gibt es was zu essen und zu trinken. Applaus